Ja, grüßt euch, liebe Leute, hier auf dem Kanal von PWB OK und weiter geht es mit John auf Main, das 14. Video. Und ich habe jetzt mal hier in die Uransicht geschaltet, weil ich den Megalith gesucht habe, der angeblich transportiert wird. Ich habe ihn gefunden, hier ist er dargestellt, blau mit einem Männchen. Und da wechseln wir wieder raus aus der Uransicht. Und dann schauen wir einfach mal, ein Einzelner zieht jetzt dieses Steinchen, ich hätte es beinahe gesagt, diesen Stein nach oben. Also, und das ist ja auch noch eine Frau. Also die quält sich da ein ab, das ist der helle Wahnsinn. Das können wir so nicht dulden. Wir müssen jetzt mal tatkräftig der Frau unter die Arme greifen. Und zwar in der Form, dass wir uns jetzt mal... Wer kommt denn da? Da kommt noch jemand. Ah, geht zum Megalith. Das ist gut. Jetzt sind sie dann zu zweit. Man kann aber auch eine Person, wenn man möchte, bestimmen... Und sagen, du gehst zum Megalith, das ist ein Kind, das wollen wir nicht nehmen. Wäre unfair. Das wäre ja wirklich Kinderarbeit bis zum geht nicht weiter. So, die holt Feuersteinmesser. Das brauchst du nicht, du kannst hier zu dem Megalith gehen. Und kannst da ein bisschen mit helfen. So, und die Gute da, die gute Ute. Ach ne, die Hyra, die geht jetzt zum Megalith und hilft. So, und dann hätten wir hier noch einen, der geht zum Auerox. Was, zu welchem Auerox geht denn der? Wieso? Haben wir hier noch, ach, wir haben hier noch eine Menge Fleisch rumliegen. Von der letzten Jagd, da habe ich ja mal wieder eine ganze Herde wieder gemacht. Aha, na, den können wir dann auch nicht nehmen. Wo gehst denn du hin? Ah, der geht auch zum Megalith. Die gehen ja freiwillig zum Megalith. Also wenn jetzt zum Beispiel keine Leute dorthin erlaufen würden, dann habt ihr ja gesehen, ist es durchaus möglich, ein, zwei, drei Leute, was ist denn mit dem? Jetzt geht sie Feuersteinmesser holen, weil wahrscheinlich schon der nächste eingetroffen ist und die sich gesagt hat, da gehe ich dann nicht mehr hin. Na gut, zu dritt sollten sie das noch packen. Die geht halt wieder heim. Na ja, gut, okay. Ja, die Regeln regeln die eigentlich alles so ziemlich selbstständig. Manchmal, wenn es nicht klappen sollte oder geht, dann muss man dementsprechend Leute abziehen und ja eben dann mit hin beordern, die helfen dann. Und zu viert und zu fünft geht es natürlich einfacher. So, was liegt denn jetzt hier da rum? Da liegt doch was rum. Leder. Das heißt, es ist irgendeiner möglicherweise da gestorben, weil sonst wäre ja das alles schon eingesammelt gewesen. So, wo geht denn der da hin? Ach, der holt der Feuersteinmesser. Ja, Leute, habe ich denn nicht einmal welche da? Kindle? Oh, ah, Hülsenfrüchte. Du brauchst jetzt keine Hülsenfrüchte holen. Du gehst jetzt dahin und holst erstmal Leder. Du holst Leder. Hülsenfrüchte kannst du später holen. Gehst du da zum Leder? Kann ich dich jetzt anklicken? Nein, der holt Leinen. Wo holt der Leinen? Also der Chloe, der geht jetzt da und holt das Leder. Ja, der holt Leder. Der geht Stroh holen. Nein, du gehst jetzt auch zum Leder und holst erstmal das Leder. Das ist wichtiger. Und der hat, was hat der geholt? Der hatte Leinen geholt. Wo holt denn der Leinen? Von wo? Von hier irgendwo. Ach, von hier, vom Flachs.
Ja, wenn man neid zum sich was, ne? Das ist gut, okay. So, wie viel sind die jetzt? Die sind zu viert, ja, das werden sie doch wohl noch hinkriegen. Also, dann ist jetzt das Leder dann auch bald mal weg. So, jetzt haben wir noch einmal, was ist denn das? Ein Baumstamm. Einmal Baumstamm. Kindl, wo gehst du hin? Der holt Stroh. Okay. Ja, die sind immer alle beschäftigt, das ist das Problem. Du findest da keine Leute, die nichts zu tun haben. Oder fast nicht. So, was ist mit dir? Du brauchst das Süppchen, ja? Du hast Hunger? Okay. Ich sollte man dich auch nicht nehmen. Und was ist mit dir, Hanswurst? Geh zum Brunnen. Das glaube ich nicht, dass du jetzt zum Brunnen gehst. Du holst jetzt den Baumstamm. Ah, den kann er nicht holen, der Baumstamm. Der wird rot angezeigt. Das ist zu schwer. Das ist Kinderarbeit. Das dürfen wir nicht machen. Dann werden wir bestraft. Brauchen wir einen Erwachsenen. Haben wir mal irgendeinen Erwachsenen, der mal nichts zu tun hat? Der sitzt am Feuer und brutzelt. So, was ist denn mit dir? Ah, der geht zum Holzscheit. Na gut, also es ist ja alles geregelt. Die kriegen das ja alles massig in den Griff. Oh, die ziehen immer noch wie die Wilden. Ja, das ist natürlich jetzt immer so ein Problemchen. Die machen ja selbstständig ihre Arbeiten und ihr seht ja, die müssen jetzt da hinten noch das ganze Fleisch wegtransportieren. Da sind sie noch ewig beschäftigt. Dann ist der Händler gekommen, der Nasenbär. Gehen wir heute mal zu dem, mal schauen, was der will oder hat. Knochenmesser, nee. Getrocknete Haut ist immer nicht schlecht, wenn man sie hat. Kalmin ist nicht schlecht. Leinen ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das holen wir uns alles selber. Eine Ziege, 40 Euro. Nein, 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 nein. Das können ja sich vielleicht die Türken leisten, eine Ziege, aber nein, wir nicht. Und Stroh kann man immer gut gebrauchen. Jetzt sollen wir aber dafür 32 Euro blechen. Jo, was machen wir denn da? Wir werden mal einen Bogen opfern. Wir werden eine Sichel opfern. Wir werden. Oh. Eine Knochenharpune. Könnten wir auch noch wegtun. Genau. Ah, sagt er. Ah, haha. Habt ihr die Dollarzeichen in seinen Augen gesehen, hä? Wie die wieder gerollt sind, hä? Wahnsinn. Da muss schon wieder repariert werden. Okay, was ist denn, wer ist denn da gestorben? Oh, ein Hund. Das war wahrscheinlich ein erwachsenes Weibchen. Der ist bestimmt bei einem Wolfangriff wieder ums Leben gekommen, der arme Kerl. Da kommen Eselchen. Na, aber warte mal. Eselchen, die laufen hier durch. Dann haben wir noch überhaupt Leute, die eine Jagdberechtigung haben? Ah, jetzt rennen die Esel wieder weg. Das sind so Esel. Das sind ja bloß drei Leute, die wir haben. Und die Eselchen rennen weg. Okay. Okay, Moment. Und da kommt noch ein Pfeil und gibt wieder was zu essen. Und der kleine Esel, der muss daran glauben. Ja, okay.
Esel. So, was haben wir denn noch hier alles Lustiges? Wer bist denn du? Du bist ein Hund. Okay. Das sind doch Wölfchen. Wir brauchen wieder Hündchen. Das heißt, wir müssen wieder ein Wölflein fangen. Belastung zu hoch. Ja, gut. Ja, ich kann es nicht ändern, Leute. Es ist einfach nicht einfach. Genau, es ist einfach nicht einfach. So, wie weit sind die mit ihrem Megalith? Okay, also es geht bergrunter und das noch im Schnee. Juhe, der hat doch den Holzscheit gar nicht geholt. Was haben die mich angelogen? Sowas aber auch. So, die Arbeit ist verrichtet. Jetzt geht ihr heim zum Essen und regenerieren. Da lassen die das Zeug da liegen. Aha. Und wo ist der Schlitten? Ist der jetzt zusammengebrochen, der Schlitten? Wie viel haben wir denn? Wir haben doch 8 Schlitten. Wo haben die jetzt den Schlitten hin? Zusammengefaltet. Oder wie? Oder was? Aha. Naja, gut. Ja, was ich eigentlich damit sagen wollte, wir sind da irgendwie abgekommen vom roten Bindfaden. Wenn man natürlich diese Megalith transportiert, ne? Also ihr seht ja, wie viele Leute da gebunden sind und die stehen natürlich für andere Aufgaben nicht mehr zur Verfügung, das ist klar, ne? Und wenn man dann zu viele solche Aufgaben, auch wie zum Beispiel hier Fischen, was? Höhlenlöwenangriff? Wo ist er denn? Au, 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 da kommen 2 Böse. Oh, oh. Leute, aufpassen. Höhlenlöwen kommen. Ja, wie gesagt, die sind natürlich dann nicht zur Verfügung für andere Arbeiten. Das ist natürlich doof, ne? Und dementsprechend bleiben andere Arbeiten liegen oder werden schlechter ausgefüllt. Das ist logisch. So, der hat jetzt nicht mit mir gerechnet, dass ich nämlich. Meine Leute schon aktiviert habe zur Jagd. Aber dass die natürlich zum Feuer rennen, mit dem habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Warte, da kommen nochmal 2 solche Krüppel. Ich hätte sie näher rankommen lassen sollen, das wäre besser gewesen. Komm, geht's noch einmal diese Richtung hier. Geht's diese Richtung? Geht's diese Richtung? Wir müssen den noch fertig machen, weil die sind recht gefährlich, diese Tiere. Und solange wir sie jetzt hier bekämpfen können, ist das schon positiv. So, jetzt können sie auch wieder weiterarbeiten. Ja, und ihr seht, auch wenn man zum Beispiel auf die Jagd geht, hat das Spiel so seine Tücken. Die haben das also sehr gut gelöst, sage ich jetzt mal, in der Form, dass sie das Wild immer dann relativ nah an dich ranlassen, zu deiner Siedlung, wenn gerade die Zeit ist im Frühling, wo du deinen Acker bestellen sollst, wo du also alle Leute brauchst. Dann später im Herbst, wenn abgeerntet werden muss oder soll, dann kommen auch wieder die Tiere. Das verlockt einen natürlich, dass man aufs oder zur Jagd geht, logischerweise. Und dann fehlen dann natürlich wieder die Leute, um die Äcker zu bestellen etc. und ja, alle anderen Aufgaben dann sinnvoll erledigen zu können. Es ist schon nicht schlecht ausgedacht. Das haben sie schon gut gemacht, muss ich schon sagen. So, wir haben jetzt hier einen Megalith. 2 müssen noch kommen, glaube ich. Ja, 2 brauchen wir noch. Aber da werden wir jetzt erst einmal warten.
oder zumindest uns nicht so beeilen, weil es muss ja jetzt wieder, was haben wir denn? Wir haben Frühling und die haben abgeerntet. Okay. Was ist denn das? Getreide. Ah, Wolfsangriff. Ah nein, komm, lass den Kleinen in Ruhe, du Hund. Du Wolf, meine ich. Ja, siehst du. So, und der wird jetzt auch gebändigt. Der wird jetzt gebändigt, dieser Kleine da. Dann haben wir nämlich schon wieder einen Hund. Sieht man natürlich jetzt recht schlecht. Aber wir gehen mal auf die Frau. Wir haben sie ja schon mal gesehen. Also wenn man es jetzt nicht so deutlich erkennt, dann ist es nicht so schlimm. Ja, ich glaube, jetzt sieht man es, ne? Also der wird jetzt gezähmt und gehört dann zur Kolonie, ne? Sag ich mal, zur Kolonie. Gut. Und, wie machst du das? Ah, du machst es gut. Ja, okay. Prima. Das ist also der Wolf, die Wolfflüsterin ist es also. Ne? Gut. Passt schon. Die bringen mich immer raus aus meinen Gedanken. Ja, ich habe jetzt extra noch die Felder angelegt, weil wir Stroh brauchen, weil wir jetzt langsam ins Viehgeschäft einsteigen. Sprich, wir halten Tiere. Dann, wenn wir genug Tiere haben, das werde ich dann aber auch noch später im Video erklären, nicht in diesem. Nein, kein Telefon, bitteschön. Und ja, so ist es, ne? Die können einen wirklich fertig machen. Ja, Tierhaltung, ne? Wenn wir genug Tiere haben, dann brauchen wir auch nicht mehr so oft auf die Jagd gehen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Jetzt muss ich doch mal eine Pause machen, weil dieses Handy hört einfach nicht auf zu quietschen. Ja, kleinen Moment, bitteschön. Ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Habe jetzt doch nicht unterbrochen. Haha, ich habe gedacht, aber in dem Moment, wie ich gesagt habe, das Handy hört das Quietschen nicht auf, hat es aufgehört. Ja, die haben mich jetzt irgendwie alle miteinander rausgebracht. Die ganzen Sachen hier, die auf uns eingeströmt sind. Jetzt muss ich doch Pause machen. Ja, weiter geht's. Ich musste hier mal ein kleines Break machen. Das werden wir aber irgendwie vielleicht rausschneiden oder so zusammenbasteln, dass es euch nicht stört. Auf jeden Fall haben wir recht viel Fleisch zum Trocknen. 79 Stück, das ist ja nicht verkehrt. Müssen wir mal schauen. Die sollten eigentlich noch einmal, ja, zwei Hinkelsteinchen sollten sie eigentlich anliefern. Jetzt muss ich mal schauen, wo der andere Hinkelstein ist. Belastung ist zu hoch. Ja, ja, 183%, okay. Irgendwo hatte ich doch noch einen Hinkelstein. Der ist noch nicht fertig, der ist auch noch nicht fertig. Ich habe aber in Reserve, habe ich doch welche, glaube ich. Zwei Hinkelsteine habe ich irgendwo. Wenn ich das jetzt wieder bloß wüsste. Was haben wir denn hier? Ach, da sind die blöden Hyänen. Da ist doch ein Hinkelschwein. Stein. Ach, da haben sie schon Rollen drunter gelegt. Aha, die brauchen also noch zwei Leder, brauchen sie dazu. Aha, okay. Da kommen sie mit dem Leder angelaufen. Ich hoffe, dass die von den Höhlenhyänen nicht angegriffen werden. Oder der eine zumindest. So, und dann müsste nochmal irgendwo ein Hinkelsteinchen sein. Da kommt der zweite, der da hinläuft. Ah, wo ist denn der andere Hinkelstein? Fehlt da noch einer? Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. War der da hinten irgendwo? Nein, so weit habe ich nicht rumgehetzt, die Leute. Dann müssen wir mal die Uhransicht anmachen. Dann fällt es uns vielleicht leichter. Da ist ein Schlitten.
Da ist der Hinkelstein 1. Wo ist Hinkelstein 2? Es fehlt doch ein Hinkelsteinchen. So weit war ich nicht weg. Es fehlt irgendwo ein Hinkelstein. Was ist denn das? Ein Megalith, aber der ist ja noch nicht fertig bearbeitet. Ich habe doch hier irgendwo einen gehabt. Seltsam. Ist der vielleicht schon irgendwie unterwegs und ich weiß es nicht? Komisch. Ja, ich kann ja jetzt hier nicht stundenlang nach dem Megalith suchen. Da ist doch, das sind doch zwei, freilich. Das sind doch alle zwei. Wieso habe ich den nicht gesehen? Den sollen sie auch zum Abtransport fertig machen. Ach nee. Das tun wir lieber canceln, weil wenn die da mit 4 Mann pro Stein, sind 8 Mann pro Stein, sind 8 Mann für die zwei Steine. Nö, das ist nichts Gutes. Weil dann fehlen mir die Leute hier irgendwie beim Arbeiten. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben Frühling, es ist gleich die Aussaat. Das heißt, wir machen einen Hinkelstein nach dem anderen, damit die nicht überlastet werden. Beziehungsweise, dass wir vielleicht auch noch die Chance haben zu jagen. Da steht ein Schlitten alleine rum. Ich hoffe, der wird noch irgendwann mal geholt. Da haben wir einen Schlitten. Haben wir noch mit Fleisch drauf. Okay. Wir könnten aber... Können wir die fangen? Ne, die können wir nicht. Das sind Mufflons. Die gehen nicht zum Fangen. Aber die Ziegelein, die werden wir mal markieren, dass wir noch zwei Ziegelein brauchen. Weil wir haben momentan in unserem Stall hier, wie haben wir denn im Stall? Zwei Ziegen haben wir erst im Stall. Okay. Gut. Naja, dann lassen wir es mal ein bisschen schneller durchlaufen. Belastung ist zu hoch, alles klar. Wie immer, wir sind einfach nicht belastbar. Kann man machen, was man will. Aber ist nicht so schlimm, da müssen sie einfach durch. Rennen tun sie wie die Wilden. Ja, liebe Leute, ich sag einfach jetzt mal Tschüssikowski zu euch. Ne? Würde mich freuen. Warte mal, Moment. Hoppala. Nein, nein, fortsetzen, Pause. Moment, wenn die hier schon gleich hier so durchlaufen, dann werden wir doch erst einmal ganz schnell. Hier was killen. Jawohl. Und dann werden wir zwangsläufig noch ein Pferdchen killen. Okay, das langt erst. Oh, da kommen noch die Büffel. Oh, jetzt geht's aber rund. So, und die anderen sind geflohen. Die kommen aber wieder. Habe ich nicht mehr Leute. Das ist ja ein dickes Ei. Jetzt habe ich natürlich fast zu bald das Schießen angefangen. Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Kann man einfach die Tiere da reingelaufen. Das ist ja praktisch. Die trollen sich. Also die kommen jetzt so schnell nicht wieder. Aber wir haben jetzt erst einmal wieder genug Fleisch. Das ist doch schon gut. So, was ist denn da? Ein Hund flöten gegangen? Bist du flöten gegangen? Nein, du lebst. Du bist ein altes Weibchen, okay. Gut, du lebst noch. Das ist doch prima. Und da hinten, der da? Was war denn das? War dieser Hund? Wahrscheinlich. Na gut, kann man nichts machen. Ja, und dann machen wir weiter in der Verabschiedung. Dann sage ich danke fürs Reinschauen. Denkt an ein Like. Schreibt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Zieht ein Abo vom Kanal.
kostet ja nichts, macht Werbung für meinen Kanal und dann lade ich euch natürlich wieder herzlichst ein, wenn es hier nahtlos weitergeht. Kriegt ihr natürlich Mitteilung, wenn ihr mich abonniert habt, ne? Ganz klar. Und ansonsten, ja, wünsche euch viel Spaß in euren eigenen Spielen und dann sage ich einmal Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP, okay.